Ja, da bin ich schon wieder. Ich habe mir für diese Woche mal etwas ganz anderes ausgedacht als das, was ich sonst immer mache. Da ich gestern Raubzüge hochgeladen habe und das mittlerweile schon mein drittes Video mit Raubzügen ist, habe ich gedacht, ich starte mal eine Serie. Und zwar war meine Idee, das zu unterteilen in Pflege und dekorative Kosmetik. Und es dreht sich hauptsächlich darum, was hat man zu Hause? Was hat man für Fehlkäufe gemacht in all der Zeit? Was hat sich angesammelt? Und die Sachen, die man benutzt, die man gut findet, nicht direkt als Fehlkauf bezeichnen würde. Und dann geht es natürlich auch noch um die Dinge, die man noch gar nicht benutzt hat, wo man noch überhaupt gar keine Meinung dazu hat, die einfach nur so rumliegen. Ja, diese Dinge wollte ich jetzt zusammentragen. Und ich denke mal, ich werde sie auch wieder teilen müssen, weil ich sicherlich länger reden werde. Ich habe das Ganze hier schon mal rundherum aufgebaut. Das kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, weil ich das schon aufeinander gestapelt habe. Ich hoffe auch heute, was die Lichtverhältnisse betrifft, dass es einigermaßen okay ist. Es ist jetzt Kunstlicht. Ich habe das Rollo runtergemacht und habe versucht, aus dieser Kamera das rauszuholen, was geht. An Kontrast, an Lichtverhältnissen, an Qualität. Besser geht es wirklich nicht, weil ansonsten wird es entweder zu hell oder es verschwimmt. Also ich gehe mal davon aus, dass es immer noch recht unscharf sein wird, aber ich hoffe zumindest, dass man jetzt alles erkennt, dass man mich erkennt, dass man die Umgebung erkennt und dass man vor allen Dingen die Produkte erkennt. Gut, und um dem nicht zu lange vorzugreifen, fange ich jetzt auch direkt an mit den Produkten, die ich verwende und mit denen ich eigentlich zufrieden bin. Ja. Ich habe, bevor ich mit Dr. Hauschka angefangen habe, vor 3 Wochen zu Vichy gegriffen, weil ich gedacht habe, Vichy, auch in der Apotheke erhältlich, ist bestimmt nicht schlecht, kann man mal ausprobieren. Habe ich bei uns in der Filiale in Müller gefunden und wollte mir erstmal nur das Waschgel kaufen. Habe ich auch getan. Das ist die Vichy Normaderm Reinigungsgel gegen Hautunreinheiten. Soll porentief reinigen, befreit die Haut von Unreinheiten und Talgüberschuss. Und darunter steht irgendwas Französisches, was ich nicht lesen kann. Keine Ahnung. Jedenfalls sieht das so aus. Ist aus dieser Hautklarreihe von Vichy. Und da immer so Leute interessiert sind an den Inhaltsstoffen, werde ich die Inhaltsstoffe auch gleich noch mitverkünden. Da ist drinne. Ich muss erst mal gucken, wo hier die Inhaltsstoffe stehen. Gott, das steht ja alles auf Französisch da. Ah, hier. Ja. Wasser. Sulfate. Das ist anscheinend nicht so gut. Declylglucoside, Glycerin, ist klar. Glucose, Diluete, Parfüm, damit es nach was riecht. Sodiumcitrate, Glycerinzitate, Salicylazid. Oh Gott, das sind Namen, die kann ich nicht mal aussprechen. Da brauchst du erstmal ein Chemiefachbuch, um das hier irgendwie zu entziffern. Ja, also es ist eine Menge drinne und ich gehe mal davon aus, dieses Sodium-Laurette. Und diese Sulfate, und die sind hier schon nach Aqua Water, also noch direkt nach Wasser, kommt das. Das ist ja irgendwie dieser krebserregende Stoff. Ich glaube, dass das nicht so gut ist. Ich habe dazu neuerdings mal ein Video gesehen und das soll anscheinend nicht so gut sein. Ja. Der Effekt dieses Produkts, ich habe es jetzt nicht so lange verwendet, 3 oder 4 Wochen oder so. Jeden Morgen und ich habe zwischenzeitlich auch Pause gemacht. Es hat bei mir überhaupt gar keinen Effekt gehabt. Ich finde es gar nicht mal schlecht. Es riecht auch gut. Es reinigt die Haut entsprechend. Es ist so ein Gel und es schäumt. Schäumen ist immer gut. Wenn Produkte schäumen, bin ich immer begeistert. Vor allen Dingen beim Gesicht, komischerweise. Also vor Dr. Hauschka war ich das. Und ja, es ist nicht übel für das, was man bekommt für sein Geld. Es kostet irgendwie so 6, 7, 8 Euro. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe den Kassenbon auch nicht mehr hier. Und ihr seht, ich habe nicht allzu viel davon verwendet. Also immer nur so einen Pumpstoß und dann ins Gesicht getan. Aber naja, so den Bombeneffekt hat es bei mir nicht. Also ich würde es allenfalls als ein Zwischenprodukt verwenden, wenn man mal so eine Durststrecke hat und momentan nicht weiß, was man verwenden soll. Ist das vielleicht nicht das Allerschlechteste, aber auch nicht das Beste. Ja. Dann benutze ich einen Reinigungsschaum, nur wenn ich geschminkt bin meistens oder wenn ich Schmutz vom Gesicht runterholen will. Und das benutze ich von Baby Young Care. Das ist das 3-in-1 sanfte Reinigungsmousse für alle Hauttypen. Alle Hauttypen? Okay.
Befreit von Schmutz und Make-up hinterlässt ein softes Hautgefühl, babymild und was ich wichtig fand, seifenfrei. Seifenfrei finde ich immer ein ganz wichtiger Grund, sich Sachen zu kaufen, weil da nicht irgendwelche Inhaltsstoffe oder Zusatzstoffe, ich das Gefühl habe, zumindest noch zusätzlich drin sind. Ja, das muss man, das ist praktisch, ne, wie so Schaum. Das schüttelt man dann und dann kommt dann der Schaum hier raus. Ich saue mich jetzt damit nicht ein. Ihr wisst ja, wie das aussieht. Das ist so ein Zeug, das schäumt dann übelst und ist vor allen Dingen, man braucht nicht viel davon. Ein, zwei Pumpstöße und man geht dann mit einem Wattepad. Ich mache das nicht mit den Händen. Ich mache dann ein Wattepad und gehe dann übers Gesicht und hole den Dreck, der noch da ist, der noch Überschuss, der denn irgendein Kosmetiktuch nicht abgekriegt hat, hole ich dann damit noch runter, bevor ich mit der Abendpflege anfange. Das benutze ich wirklich immer. Und das finde ich auch wirklich gut. Und ich finde auch, das hat bei mir bis jetzt noch zu keinen Pickeln geführt und das hat bei mir bis jetzt auch noch zu keinen Hautunreinheiten oder Beschwerden geführt. Also ich bin damit echt zufrieden. Ja, so sieht's aus. Ja, was ich sonst noch benutze, jetzt kommen wir eher so zu dem Duschgel. Ich greife jetzt hier wahllos Sachen raus, die ich benutze, ja. Also ich fange jetzt erstmal mit den Sachen an, die ich benutze und die ich gut finde. Benutze, weil ich es muss. Weil ich Duschgel immer alle kriegen muss. Das habe ich irgendwie zu Weihnachten bekommen. Keine Ahnung. Das kann man irgendwo bei uns im Netto kaufen. Bin ich ja schon mal recht skeptisch, was die Kosmetikmarken da betrifft. Von Pure and Basic mit Amyrisöl, entspannende Cremedusche, Entspannungsöldusche zur Verwöhnung der Haut. Sieht so aus. Ist wieder irgend so eine Billigmarke. Soll entspannen, schäumen, Aquasodium, auch wieder Sulfate drin. Ich bin mal gespannt, ob bei dem BB auch Sulfate drin sind. Da steht zwar Sodium, aber Sulfanote steht auf jeden Fall nicht gleich an den ersten Stellen neben Parfüm oder irgendwo, dass ich hier irgendwas mit Sulfaten lese. Also bis jetzt scheint das hier okay. Oh, ich achte jetzt sowieso nicht so dermaßen drauf. Es kommt halt eben auf die Haut drauf an, wie es es verträgt. Also wenn ich jetzt auf alles achten würde, was schädlich ist, dann müsste ich mich in eine Glaskapsel einpacken. Also ich weiß nicht. Das finde ich dann auch irgendwie wieder so ein bisschen lächerlich. Wenn ich ein Produkt gefunden habe, mit dem ich gut zurechtkomme und da jetzt nur wegen den Inhaltsstoffen es nicht mehr benutzen würde, ich bei mir aber auch keine nachteilige Wirkung feststelle, fange ich doch nicht an, es jetzt wegzuschmeißen. Ich habe es ja immerhin gekauft und dafür Geld ausgegeben. Ja, das habe ich auch schon so gut wie leer. Da ist nur noch ein bisschen drin. Heute auch wieder verwendet. Das ist so eine rosa eklige Mischung. Riecht nach Öl. Ich finde das immer ganz gut, wenn die Haut so entspannt, weil bei uns ist es noch schweinekalt und dann habe ich das Gefühl, meine Haut beim Duschen braucht immer ein bisschen Pflege, ein bisschen Film, der zurückbleibt, damit die Haut geschützt wird vor diesen ganzen kalten Winden und oh, es ist noch so schweinekalt, ey. Ich könnte ausrasten, es soll endlich der Frühling kommen. Ja, es riecht ganz gut und angenehm. So, was ich auch verwende, ist von der Müller Hausmarke. Ich liebe diese Müller Hausmarke. Ich bin begeistert von ihr. Frutini. Strawberry und Vanilla. Das ist nicht ein Peeling, das ist so ein Shower Soft Sorbet Peeling. Da sind ganz kleine Körnchen drin, die auch wie ein Peeling wirken, aber nicht so hart sind wie ein Peeling. Das kann man schon mal öfters verwenden, obwohl ich ein Peeling auch nicht jeden Tag anwenden würde. Aber wenn ich mal so Bock drauf habe, dass man die Haut mal so ein bisschen von den abgestorbenen Hautzellen befreit, finde ich das auch ganz toll. Und wer auf süßen Kram steht, so wie ich, für den ist sowas total genial. Also das ist eine fruchtige Pflege mit natürlichen Fruchtextrakten und Vitaminen, 200 Milliliter. Aqua, Water, Laura. Hier sind auch wieder Sulfate drin. Das ist dieser böse Stoff, ich weiß das. Und natürlich irgendwie Glycerin. Moment, ich kann das nicht so ganz erkennen. Jojobaöl. Ja, da ist auch wieder eine Menge drin, aber es riecht. Oh. Ich könnte mich da reinlegen. Erdbeer und Vanille, aber man riecht hauptsächlich Erdbeer raus. Oh, ich könnte das aufessen, wenn das möglich wäre. Nee, das ist einfach und vor allem, was ich total toll finde, wenn man sich damit geduscht oder gebadet hat. Ich bade damit meistens immer, weil das ist schön, wenn die Haut dann so aufweicht und das dann, ja, dieser Duft, der bleibt auf der Haut noch 24 Stunden. Also ich weiß nicht, ob es genau 24 Stunden sind, aber dieser Duft auf der Haut bleibt, soweit ich das empfinden kann, relativ lange auf der Haut bestehen. Immer wenn ich an meine Haut danach rieche, rieche ich dieses Zeug noch. Ja, also das finde ich ja super genial, denn der Duft von dem, was man mag, noch auf der Haut verbleibt. Also Frutini ist eine tolle Marke.